Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aragami. Ich hoffe, das klappt diesmal ein bisschen. Hieß es Aragami? Ja, ne? Aragami, genau. Oh, ich hoffe, das läuft jetzt die Folge ein bisschen besser. Wir sind hier immer noch an der Stelle, weil wir es irgendwie nicht gebacken gekriegt haben. Aber wir probieren das jetzt nochmal. Aber guck mal, steht jetzt irgendwie... Ach nee, die stehen rechts und links noch. Den links dort könnte man auch nehmen. Vielleicht sollten wir die hier an der Seite erstmal weg. Hier, guck mal. Ja, nimm den mal. Ich probiere mal. Ach nee, da laufen zwei. Nee, das ist doof. Verdammt. Was tust du? Warum läuft der nicht weiter? Du hängst, glaube ich, im Busch fest. Der hat dich gesehen. Hast du ihn? Okay, gut. Hab ihn. Ich komme rüber. War nicht ganz so, wie ich es wollte. Da oben steht der Typ wieder. Geradeaus und so. Und er steht. Und der andere Typ steht auch. Falls irgendjemand des Japanischen mächtig ist, kann er uns ja mal erzählen, was dieses Rote da unten bei mir steht. Was, ich vermute mal auch was wie Entfernung. Das ist aber Entfernung garantiert. Ja, ich weiß bloß nicht, ob es Japanisch ist. Du, der läuft gerade weg und der andere auch. Kommt. Ich versuche ihm hinterher zu kommen. Oh nein, der hat sich umgedreht. Scheiße. Hast du ihn? Ich hab ihn, ja. Oh nee, ich bin aber auch tot. Verdammt. Ach, der hat mich nicht erwischt. Es ist halt blöd, dass wenn wir zu im Multiplayer das Spiel spielen und einer stirbt, kann der andere weiterspielen und ich selber kann ja zum Beispiel nicht weiterspielen. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Ich müsste irgendwie respawnen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich dich hier irgendwie wiederbeleben könnte, aber... Na, da hätten wir ja aber die Anweisung schon bekommen dafür. Es ist jetzt halt blöd. Ich hätte so einen Respawn gut gefunden und ich wäre dann einfach wieder zu dir gelaufen. Irgend sowas in der Art, ja. Wir können ja mal ja, gucken, wie weit du kommst, genau. Wir gucken mal, wie weit du kommst. Und vielleicht wirst du ja dann an irgendeiner Stelle wirklich wieder belebt. Ich könnte mir vorstellen, wenn du die jetzt alle alleine tot kriegst. Kannst du einen Sprung machen hier? Nee, der ist zu weit weg. Aber bei mir ist der Punkt rot. Ja, rot ja, aber ich krieg keine Anzeige, dass ich Space drücken könnte. Drück doch einmal mal Space. Nee, ich will erst warten, bis der Typ da hinten ach weg so, ist. Achso, ja. Stehen hier noch welche? Nee, hier steht auch keiner mehr. Wieso sind auf einmal so wenig? Hier standen doch vor uns auch locker vier People. Ja, wir haben jetzt schon drei erledigt, ne? Ach so. Ach, da hinten ist noch einer. Okay, ja. Tja, jetzt steht der natürlich mega kacke dort, ne? Lalala. Und jetzt kommt... Nee, der andere läuft zum Glück. Nee, da kannst du den jetzt wegmachen. Vielleicht kannst du dich auch dahinter in den Schatten porten und dann von hinten. Rechts hin, genau. Mal sehen, die... Das müsstest ja, du, jetzt dreht der andere sich wieder um. Nee, der geht ihn. Mach mal, probier mal. Müsstet ihn. Ja. Genau. Sehr gut. Guck mal, der steht auch gerade gut, aber der andere läuft da hinten, ne? Ein bisschen Energie sammeln. Ach so, ja, stimmt, das Licht und so. Rammelst du immer irgendwo dagegen? Es hört sich immer an, als würde irgendwas knarzen bei dir. Ja, knarren ist richtig. Nachbar hat irgendwie, keine Ahnung, was gerade gemacht. Ah, okay. War mal so nicht von mir. So, der hat jetzt die Leiche entdeckt. Das ist eben blöd. Wird richtig verstanden. Ah, ja, klar, okay. Alarm ausgelöst. Die Frage ist, wann die kommen, weil vor uns kam ja niemand. Jetzt kannst du den umbringen. Kann ja, wir sind ja jetzt vier Augen. Ich kann dir jetzt sagen, wenn hier einer kommt. Jetzt hier hoch? Der kommt hoch, ja. Also geh du runter. Genau. Wo ist er? Der kommt wieder runter. Ich glaube, der hat dich gesehen. Okay, gar nicht schlecht, ja. Genau. Zack. Oh, das ist ein Bord, der bei dir. Das hört sich ja furchtbar an. Ich weiß nicht, das klingt so, als wenn er gerade anfangen will zu bohren, aber dann sofort wieder aufhört. Ja. Und nicht, was der da treibt. So. Da war doch aber nur einer. Das ist immer, wenn du deinen Schattensprung machst. Nein, guck mal hier. Schon wieder. Das ist dein Herzschrittmacher, der vibriert, oder wie? Also. Du, das ist wirklich immer, wenn er den Schattensprung macht. Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Moment. Ich weiß. Nicht der Nachbar? Nein. Das Gamepad. Ah, das vibriert. Ich wollte gerade sagen, das hört sich so komisch an. Das war da hatte dein Nachbar ein echt gutes Heim. So, was ist denn jetzt? Darf ich jetzt wieder mitspielen, oder? Ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt alle, ja, ne? Ja, du hast jetzt alle, ja. Das gucken wir mal, haben sie jetzt ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Das ist richtig, ja.
So bin ich jetzt wieder dabei. Mal gucken. Mal gucken, was jetzt passiert. Ach, Kapitel 1 war das jetzt. Ach so. Was? Nie entdeckt? Ah, okay, Siegel nie entdeckt, keine Feinde getötet. Aber Gami und keine Zeugen. Ich habe 2 Erfolge freigeschaltet in Steam. Ja, habe ich auch. Gefundene Leichen. Na gut. Okay, naja, ich habe mal weitergedrückt. Rang C, Mann, waren wir gut. Ja. Hüte dich vor den Lichtwaffen der Kaio-Soldaten. Sie können dich aus der Entfernung treffen. Das sind die Laserschwerter, das ist Star Wars. Das Töten von Wachen macht Lärm. Bei mir stand gerade was anderes. Na, jetzt kommt aber eben auch der Typ. Okay, jetzt bin ich wieder da auf jeden Fall. Okay, dann muss der. Warten, kann ich schon wieder nicht laufen jetzt, oder? Nee, auch nicht. Jetzt kommt bestimmt wieder noch irgend so ein. So, einmal. Ach so, ihr habt wir haben gebetet. Den Mond haben meditiert. Wir angebetet. Elun. Meditiert haben wir. Voll der Altar hier mit dem Totenkopf drauf. Eluden, falsches Spiel. Ich weiß. Ich bin Blizzard crazy irgendwie. So. Ups. Oh. Das ist doch Naruto hier, das, ne? Der neunschwätzige Fuchs. Nein, das ist ein... Oh, wie hießen die denn? Okami. Nee, Okami heißt Wolf. Fuchs. Schon wieder. Ja, was ist schon wieder? Achso, ja. Yamiko, ich habe etwas gesehen. Ein Traumbild. Wann denn? Ich habe es auch gesehen. Das Ritual muss eine Art Verbindung zwischen uns geschaffen haben. Beim Aufwachen hatte ich noch eine Vision, kurz bevor ich dich getroffen habe. Was bedeutet das? Wer weiß, es gibt nicht viele Berichte über das Ritual, mit dem ich dich beschworen habe. Hoffentlich finden wir es bald heraus. Setzen wir uns in Bewegung. Ich darf nicht zulassen, dass du dich bei Sonnenaufgang in Rauch auflöst. Gut. Warte mal, wie bitte? Oh, ich hab dir das nicht gesagt? Dein Körper besteht aus Schatten. Berührt dich auch nur ein Sonnenstrahl. Das hätte sie eher sagen können. Ja, echt mal. Das wissen wir ja nur. Inzwischen bin ich nur froh, dass du es mir überhaupt erzählt hast. Haha, tut mir leid. Nicht. Oh, das sagt die uns jetzt, wo wir schon 5000 Mal dadurch gestorben sind. Sieh mal, Aragami, da ist eine Schriftrolle bei der Statue. Sehen wir uns das mal an. Warte, wir überlegen jetzt erst, wie der Fuchs heißt. Der neunschwänzige Fuchs hatte einen Namen. Ja, wie der jetzt hieß, weiß ich auch nicht. Ich das war doch das, was da Naruto in sich trägt, ne? Keine Ahnung, ich habe Naruto nie geguckt. F drücken. Doch, F gehalten. Eine unvergebene Fähigkeit. Oh nein, Talentbäume auch noch. Ach, Rajemini. Finde Schriftrollen, um mehr um die Vergangenheit zu erfahren oder Aragamis ganze Macht zu entfassen. Öffne den Fähigkeitenbildschirm mit F1 und vergib Fähigkeitenpunkte für neue Schattentechniken und Verbesserungen. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Ich habe jetzt hier irgendwas gedrückt und konnte mir noch nicht mal durchlesen, für was es überhaupt ist. Der Fuchs Moment, ist schön. Nee, mach mal. Ach so, F1, ja. Mach mal F1, genau. Ach so, und jetzt habe ich noch einen Punkt, oder wie? Genau. Das ist freigeschaltet. Schattensprung. Kosten 2, du hast... Ach so, die weißen sind freigeschaltet. Kosten 1, du hast 1. Zäh. Ziel auf eine beleuchtete Fläche, um Schatten zu werfen. Schatten erschaffen. Nicht schlecht. Ach, das können wir auch bloß als einziges machen. Das ist Moment, ja einfach. Ja. Dann mache ich das. Ziele auf eine Oberfläche und halte linke Maustaste, um einen Schattenpfad zu erschaffen. Erschaffe Schatten, um dich unbemerkt zu bewegen oder zu vorher beleuchteten Oberflächen zu springen. Okay, cool. Ein Schattensprung zu einer Kante neben einer Wache tötet diese sofort. Das ist ja geil. Ja, das brauchen wir jetzt. Das kannst du ja aber nicht nehmen. Ich hebe mir mein noch auf. Achso, nee, ja, kannst du machen, wie du magst. Ich hebe mir mal das mal auf. Ich will alles voll. Kannst du das mit dem Schatten machen? Ja. Ja gut, dann würde ich nicht. Warte mal, das will ich mal probieren. Guck mal. Boah, hier, guck mal. Warte, ich kann gerade nicht. Ich kann komplett wie eine May. Das ist ja cool. Und da kann ich mich jetzt reinporten. Da kannst du dich auch mit reinporten, genau. Okay. So, warte mal. Warte. Schatten erschaffen. Ach, jetzt es musste sogar einer von uns Schatten erschaffen nehmen. Das ist ja hübsch hier mit der Lilie drinne. Wieso kann ich denn jetzt? Was sind das? Hyo-Chroniken. Was guckst du denn jetzt? Ah, bei F1 kannst du ja noch E drücken, um zu den Schriftrollen zu kommen.
Hyo-Chroniken. Haben wir noch nicht. Das ist natürlich jetzt immer blöd. Doch, hier. Wenn du ein bisschen runterscrollst schon, aber Tsuyoshis ist halt immer ein bisschen. Aufzeichnung. Ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man mittendrin jetzt was vorliest. Achso, ich kann die gar nicht öffnen. Nee, du musst scroll mal ein bisschen runter, dann hast du da Band 19. Den kannst du anklicken. Ja, dieses Tsuyo irgendwas, aber den kann ich nicht anklicken. Ach nee, Band 19. Nee. Ach nee, Tsuyo-Aufzeichnung ist was anderes. Das sind sozusagen Überschriften, ja. Ja, wir lesen das aber mit, ne? Ja, willst du jetzt so mittendrin mal anfangen? Na ja, gut, immer können wir machen. Ja, ist doch nicht viel Text. Ich lese jetzt einfach. 28. Okay. Juni, 9. Jahr des 6. Zeitalters. Ein Gerücht ließ mich heute stutzen. Einer unserer Spione, verkleidet als freundlicher Händler östlicher Töpferwaren auf dem Weg nach Süden, berichtete von ungewöhnlichen Aktivitäten in einer südlichen Bruderschaft. Sie trägt den Namen Kayo und wächst von Tag zu Tag weiter. Die Bruderschaft besteht hauptsächlich aus Lichtgeweihten, bietet aber auch Meistern aller anderen Essenzen von Schatten bis Feuer eine Heimat. Der Spion meinte, dass sie vielleicht sogar einen Angriff planen könnten, so gezielt und organisiert seien ihre Bewegungen. Die Lippen der Geweihten jedoch waren wie versiegelt. Einer der anderen Berater, dem ich von meiner Sorge berichtete, lachte nur. Er meinte, dass die Nishoku so groß und prächtig sei, dass die Kayo sie von ihrem winzigen Gebiet aus nicht einmal sehen könnten. Wie eine Fliege, die einen Bären angreift. Und selbst wenn sie die Kraft hätten, stünde auf unserer Seite immer noch die Schattenkaiserin. Natürlich hat er recht. Okay. Okay. Also es gibt doch mehr Magie. Ja. So, jetzt muss ich Schatten schaffen. Feuermagie klingt natürlich sehr schön. Kommst du rüber? Wenn dir die Schattenessenz ausgeht, bleib einfach einige Sekunden im Schatten. Haha. Mhm. Ich gehe. Tschüss. Mach mir mal bitte. Warte, Schatten. Ich muss mich aufladen. Mal gucken, ob ich hier ohne mal die. Weil hier ich, steht jetzt rüber. Hier, ich soll auch. Nee, kann ich nicht. Ich muss echt den Punkt benutzen. Musst du doch den Punkt benutzen. Wir kriegen bestimmt noch alles voll. Wieder von Oberfläche, genau, das haben wir. Nee, oder? Pusteblume. Moment. Schatten erschaffen und reinporten. Okay. Genau. Also musstest du es doch machen. Ein bisschen schade, aber ist okay. Vielleicht ist es ja essentiell, um. Jetzt konnte ich in deinen Schatten. Oh, nee, ist ja Mutti hat gekocht. Andere. Der Topf ist hier so auffällig, dass man das aber auch nicht kaputt machen kann. Ja, ist schade, ne? So, jetzt können wir hier hoch. Schatten erschütten. Jetzt kann ich auch in deinen Schatten mit rein. Naja, weil wir jetzt auf der gleichen Seite sind, wahrscheinlich. Okay. Nee, ich schätze mal, weil es wirklich eben. Du wirst gezwungen, dass du den Punkt nimmst. Ja. Der Ruf der Schatten, Kapitel 2. Siehst du den Tempel? Dahin sind wir unterwegs. Warum? Mir ist zu Ohren gekommen, dass es dort ein Tier gibt, das uns vielleicht helfen kann. Ein Tier? Ja, scheinbar hat es mit der Magie zu tun, mit der sie mich in die Falle gelockt haben. Du musst es finden, Aragami. Mal nebenbei, darf ich dich eigentlich Aragami nennen? Nee, Kroko, sonst Klaus-Dieter? Ich denke schon, ja. Das ist natürlich. Oh Gott, was habe ich getan? Weiß nicht. Das sind nirgendwo Schatten. Na, dafür hast du doch jetzt die Fähigkeit. Ja, die wollte ich gerade da vorne einsetzen, aber es ging nicht. Versuch mich hier an den rechts ranzuschleichen. Ja, ich bin auch gerade rechts, aber ich versuche eigentlich eher hier rüber zu kommen. Läuft denn der? Der steht hier. Der sieht mich, wenn ich hier lang gehe. Da hinten ist noch einer. Den da drüben will ich haben. Okay, Vorsicht, da ich sehe auch manchmal Fragezeichen. Mein. Vorsicht. Oh nein, nein, kommt nein. Zu dir, fliegt er irgendwo hin. Nee, der hat mich noch nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Oh, jetzt habe ich aber Schwein gehabt, du. Oh, hier ist ja auch noch einer. Oh Gott, ich bin umzingelt. Der läuft weg. Sehr schön. So, der ist tot. Aber. Oh, der eine hat mich gesehen. Oh nein. Ah, ich bin tot. Scheiße, das ist, wenn du einen Pixel hinter dem Grabstein vorlunst, sehen die dich sofort. Gut, Gott sei Dank. Also ich bin dafür, dass wenn einer stirbt, stirbt der andere auch, weil sonst macht er ja das ganze Level allein, das wäre doof. Ja, das ist richtig, dann macht das Let's Play. Das macht ja keinen Sinn, ja. So.
Wieso kann ich Besuch mich da mal nicht? denn was? Wie hast du denn den Schatten? Achso, du hast dich hier runterplumpsen lassen vor. Mach du mal da drüben. Als. Ich gucke mal, ob ich da hinten hinkomme. Der läuft hier halt echt lang. Das ist voll doof. Wo ist der denn? Ach, da hinten, okay. Das Problem ist, den kriege ich jetzt nicht. Ich würde gern den hier haben. Der läuft wieder zurück. Na toll, er hat mich entdeckt. Das war ein wenig, Ich habe Alarm ausgelöst. Ah, nee, den hast du ausgelöst. Nee, das war ich. Das war ich. Ich bin tot. Hallo. Hä? Der Katze leert. Ach, weißt du warum? Weil ich noch nicht damit zurechtkomme, dass wir ja ein Steuerkreuz haben, ein Steuerpunkt. ja. Und ich drücke dann immer Leertaste und der Steuerpunkt ist aber neben dem Charakter. Das ist ungünstig. An diesem Bett irgendwie die Vibration ausschalten. Der Typ steht, die stehen hier hinten echt blöd. Ich komme mal dir so ein bisschen hinterher. Warte mal kurz, ich muss mal kurz in die Optionen gucken, ob ich von der Steuerung die Vibration ausschalten kann. Da, perfekt. So, das war jetzt sehr ungünstig, glaube ich, was ich gerade gemacht habe. Hat man das nicht so? Nee, der hat es tatsächlich nicht gemerkt. So, von vorne kann auch noch einer an die Schüttel kommen da. Ja, den habe ich ja gerade hier im Visier. Oh. Das war sehr ungünstig. Oh Gott, hier steht ja noch einer. Nee, das war doof. Okay, ich zeig mich. Nee, das ist. Die stehen hier echt stellenweise um Ecken, da siehst du die noch gar nicht. Willst du den hier nehmen oder? Ah ne, warte mal, der ist. Ich würde es gern. Ich komme nicht. Sehr schön. So, und der Typ da hinten hat mir gerade Sorgen gemacht. Und hier kommt nämlich auch noch einer gelaufen. Schön, dass der die Leiche nicht erkennt. Kann man die nicht wegtragen? Nee, aber es gibt ein Skill sozusagen dann später. So, steht der Typ hier drin jetzt? Ja, jetzt da. Irgendwo stand doch hier noch. Ach, der steht hier. Oh nein! Dabei habe ich den gerade so schön erwischt. Macht ja nichts. Bist du tot? Achso, du bist nicht tot. Nein! Ich habe zwar einen Alarm ausgelöst, aber bin nicht tot. Hast du dich jetzt umbringen lassen? Ich hab mich jetzt umbringen lassen, ja. Warte. Attacke! Geronimo! Ja. Ich gebe dir ein Zeichen, wenn ich tot sein sollte. Okay. Ich habe einfach nur einen Alarm ausgelöst gehabt, mehr war es nicht. Ich sehe auch den Mauspfeil, dieses Steuerkreuz manchmal nicht. Es ist halt kacke, der da vorne stört, der da links vorne und da oben. Ach, du bist da oben. Wie bist du denn da hochgekommen jetzt? Na, eigentlich wollte ich hier gar nicht hin. Wieso kann ich? Okay. Ich habe einen Tod, aber ich glaube, ich habe gerade. Nee, der andere Typ hat tatsächlich nicht gesehen. Hat's nicht gerafft. Du bist. Das war gut, der war nämlich gerade dabei, mich zu entdecken hier an der Ecke. Ach so, dich. Wo ist denn der andere Fatzke? Der läuft da hinten. Ah nein, hier ist er wieder. Oh, ich hab ihn, ich hab den Versteckten hier in der Ecke. Schön, sehr gut. Das war jetzt aber Glück, ey.
So, warte. Ich hab den anderen Er wäre auch. auch. Ich verpiss mich aber erstmal wieder in Schatten. Also hier drüben ist erstmal alles frei. Gehen hier gleich wegsnacken Bist du rechts? können. Ja, ne? Ja. Ach, ich sehe dich. Willst du den nach vorne machen oder hast du einen anderen im Visier? Ich will den hier vorne machen. Also ich. Ah, okay, warte. Mich hat einer gesehen. Der Nee, hat die hat er Leiche nicht. Der kommt. Ach so, entdeckt. da kommt rechts einer gelaufen, ne? Der hat die Leiche. Ach, der hat die Leiche gefunden. Ah, verdammt. Mist. Oh Mann, ich wollte mich wegporten. Das mit den Porten ist manchmal echt doof. Ich glaube, pro Folge ein Level hier. In Infiltriere die etwa. Aber wir Pagode, werden, steht sogar noch hier. aber ich glaube, wir werden besser. Also. Das Problem ist, dass dieser Anvisierknopf immer zwischen rechts und links neben der Figur wechselt. Je Jetzt je nachdem, nach. wie du stehst, und deswegen suche ich den immer. Ich muss mir halt nur merken, dass der auf Körperhöhe ist. Hallo? Okay. Der kommt jetzt, Vorsicht. Weil der hat die Leiche entdeckt. Ist das eine Leiche? Nö, 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 nö. Mach ihn Wo du hier kaputt. Alarm auslöst. Ja, sehr gut. Wie sieht's mit dem hier drüben aus? Der läuft weg. Der steht. Aber hier steht ja der andere Typ noch dahinter. Ja, ich habe hier auch gleich noch einen. Vorsicht, da hat dich einer gesehen. Wo denn? Also. Der ist jetzt gerade hier mittig in der. So, der hier hinten ist auch tot. Er hier auch. Okay, hier steht So. der Rote. Wo läuft der hin? Den hole ich mir jetzt. Ich hab ihn, den Roten. Ah, warte, ich muss gerade ein bisschen flüchten. Was denn jetzt? Ah, der. Oh, du hast einen Alarm aus. Lebst du noch? Nein, nein, der, nein, hat jemand die Leiche gefunden. Also Aber ich du lebst lebe noch. noch. Ja. Ich bin tot. Und der Ich auch. noch nicht. Das ist doof, wenn man so schön weit kommt, ne? Wir bin jetzt gestorben. Das ist manchmal, wenn du die tot machst, machen die dich auch noch mal tot. Kommen wir Hast du? linksrum besser? Nee, linksrum ist schwieriger als hier. Der steht gerade noch, ich kann gerade noch nicht gehen. Das machst du aber schön auffällig hier vor dem anderen. Vor wem? Na, der hier links steht. Ah, Schnickschnack. Der guckt doch nicht. Oh, der hat eine Leiche gefunden. Jetzt hat der nämlich auch was gefunden. Hier, ich verstecke mich mal im Busch. Ah, was? Ah, ich bin tot. Hallo. Hat er dich gar nicht Okay. gesehen? Also, wir gucken mal, wie die sich umdrehen beim Schleudern. Okay, ich gehe mal, ich versuch's doch mal links rum. Und vor allem, wieso hat der den? Ach so, der die Ich Leiche hätte lag mit dem gern den Schatten. Typen, der hier vorne, aber der dreht sich gar nicht weg, ne? Ja, warte mal. Mal anders. Diesmal machen wir den hier im Schatten weg. Oh, mich hat schon, Und glaube ich, dann. einer gesehen. Nee. So, jetzt wird der Typ wahrscheinlich gleich die Leiche entdecken, hier der eine. Der Rote hier Nee, drüben doch ist nicht. Nee, doch tot. nicht. Wunderbar. Der sieht mich nicht. So. War hier weiter? Warte, warte.
Ich nehme den. Ich habe den genau vorne weggemacht. Achso, den wollte ich auch gerade machen. Gut. So, links sind auf alle Fälle noch welche bei dir. Nee, ich habe hier schon zwei gerade weggesnickelt. Ach so, okay. Liegt ein Knochen. Oh, da hinten ist noch einer. Läuft der rum. Könnt ihr jetzt die Leiche sehen? Aber das ist nicht so schlimm. Der ist weg. War der rote? Nein, verdammt. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich lebe noch. Nein! Oh, Kroko, du bist schuld! Nein, bin ich gar nicht. Achtung! So, ja, du bist eigentlich schon. Verdammt, die Zeit ist schon wieder oben. Komm, wir machen die vier Echt? Minuten Stimmt. jetzt noch. Wir machen jetzt noch vier Minuten. Das muss doch machbar sein. Das muss doch machbar sein. Ich hab mal Erfolg freigeschaltet, Springer. Mhm. Kann da gar nicht hoch. Wie bist du denn da hochgekommen? Wie kommt man denn hier hoch? Ah. Ach, jetzt bin ich hier. Oh. Sieht der mich? Ja, Vorsicht. Der da hinten, weiß ich nicht. Ich kann halt blöderweise nicht springen, deswegen ist das eigentlich völlig unrelevant. Oh je. Ich bin dann ja, mich haben sie auch entdeckt. Ach, verdammt, wir waren gerade so gut in der einen Runde. Das ist so ein ja. Mini-Pixel Unaufmerksamkeit und es ist vorbei. Ach nee, mach du das mal. Ich gehe hier rüber wieder. Was ist denn der? Der steht hier. So, der wäre weg. So, der rote ist weg. Da. Vorsicht, da kommt einer zu dir hochgelaufen. Ich hab's gesehen. Machst du den weg? Ja, hab ich gleich vor. Ach, scheiße, er hat mich gesehen. Macht nix, er ist tot. Okay, super. Alarm gerufen konnte er ja nicht. So. Aber der sieht jetzt hier die Leiche, warte. Ja, mach den am besten weg gleich. Der rechts hier, der hier kommt, oder? Nee, der läuft hinter. Der kommt hier lang. Okay, warte. Ja, ich sehe ihn. Ich stehe hier hinter dem Grabstein. Okay. Gut, der ist weg. Da hinten hat einer die Leiche entdeckt. Ja, da kommt einer. Der kommt läuft zu der mir. Lang? Er ist weg. Okay. Da hinten ist noch einer. Kommt noch einer? Sehen nicht. Ach, dort. Sehen nicht. Den hab ich. Da war noch ein Ausrufezeichen. Der kommt zu dir gerannt. Ach so, ja. Jetzt hat er Alarm gerufen. Er ist tot. Wir haben uns um den hier vorne nicht gekümmert. Der im Torbogen stand. Ach, scheiße. Okay, jetzt bin ich auch tot. Verdammt, stimmt. Den haben wir total. Oh Gott, wir müssen von vorne nach hinten echt aufräumen. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal Folgenpause machen. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Wir sind echt mega schlecht. Aber es ist der Wille da und ein guter Ansatz. Und ich glaube, wir werden so ganz langsam, so ganz wenig besser. Aber. Ja, man lernt halt dazu, man muss halt mit der Steuerung. Ich habe immer am Anfang sehr Probleme mit einer Steuerung zurechtzukommen, deswegen. Mhm. Okay. Nein. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge, genau. Bis dann, Leute. Bis dahin, tschüss.